guten Morgen aus Neufundland. Die Lady hat in St. John's bzw. im Hafen von St. John's sicher festgemacht und hat nun ihre Motörchen ausgestellt. Ja, für uns geht es gleich in die wunderschöne Stadt St. John's hinter mir rein. Wir gehen wahrscheinlich zum Dorf Quidividi und schauen uns die Stadt etwas näher an. Und alles, was uns hier heute erwarten wird, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Auf dem Weg nach St. John's kommt man an diesem bunten Holzhäuschen vorbei. Hier hinter mir sehen wir jetzt das Government House, in dem der Gouverneur von Neufundland wohnt, und hier vor sieht man den wunderschönen Rosengarten mit sehr verschiedenen Blumenarten. Jetzt wollte ich noch was über die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit hier erzählen. Also es ist eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, unerträglich, wenn die Sonne dazu scheint, denn die Luftfeuchtigkeit ist hier an die 100%, fast wie in den Tropen, wie in Singapur. Heute scheint zum Glück nicht die Sonne, es ist etwas bewölkt, aber es ist so heiß und schwül hier, man kann es eigentlich nicht aushalten. Gefällt euch vielleicht dieses Video oder auch andere? Wenn ja, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben und schaut mal auf meinen Playlists vorbei. Im Hintergrund sehen wir jetzt den Quidividi Lake. Wir haben schon etwa die halbe Strecke zum Fischerdorf zurückgelegt. Wenn man einfach 30 Minuten der Forest Road folgt, kommt man auch schon direkt nach Quidividi. Und da vorne ist es schon. Wir sind jetzt eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde etwa gegangen und schon sind wir da. Nico, wie lange sind wir jetzt hierher gelaufen? Mit Fotopausen etwa eine Stunde bis eine Stunde 15, mehr nicht. Ganz einfach, geht leicht bergab. Ja. Hier hinter mir im grünen Haus ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine Bierbrauerei und die brauen ihr Bier auf eine ganz besondere Art. Die fangen hier so im Mai etwa Eisberge ein, so viel wie sie brauchen, halten sie dann und brauen aus den Eisbergen dann ein frisches Bier. Der Papa möchte das gleich mal bestimmt probieren. Sagen wir mal so, aus dem Wasser, das ist 8000 Jahre alt, Gletscherwasser, das soll wohl das weicheste Wasser der Welt sein. Und ich trinke wahrscheinlich eine Cola, wenn es das gibt. Schau mal, was wir hier haben. Das ist ein Fangkorb für Lobster oder Hummer. Er funktioniert wie folgt. Unten auf dem Boden wird eine schleimige bzw. eine klebrige Masse aufgetragen. Dann wird hier irgendwo ein Köder hingelegt. Manchmal ist es eine Makrele oder ein Kopf eines Fisches. Dann klettern die Lobster hier rein. Und sie können sich ja nicht mehr aus eigener Kraft befreien, weil sie ja unten festkleben. Und pro Tag werden etwa 3 bis 8 Lobster da drin gefangen. Das habe ich heute Morgen noch im Fernsehen an Bord gesehen. Da haben sie das genau erklärt. Aber bevor wir in die Brauerei gehen, haben wir noch Hunger. Hier vor der Brauerei gibt es so einen Imbissstand, wie wir es bei uns in Deutschland sagen würden. Und wir essen heute mal Fish and Chips, würde ich vorschlagen. 9,95 $ ist eigentlich ein attraktiver Preis. Ich denke sogar, dass es frischer Fisch sein wird. Okay, it's dinner time. Lecker Fish and Chips. Das ist Fish and Chips, hier mit dem Fisch, einer Zitrone, damit man dem Fisch eine Säure noch hinzufügen kann. Dann frischen Fries. Hier, das sieht nach einem Dip aus und das hier hinten ist Ketchup. Ich probiere jetzt mal eine Fry. Also die sehen selbstgemacht aus, finde ich. Also nicht billig gekauft. Ich probiere mal. So. Mmh. Lecker, gut. Mmh. Einfach nur wahnsinnig lecker. So was Gutes habe ich noch nie gegessen. Mit Text dann 11,45 oder irgendwie sowas. 9,95 ohne Text. Können wir empfehlen. Mhm.
Das Allerbeste ist doch der Fisch. Der schmeckt einfach so wahnsinnig lecker. Also er verhält schon richtig hier mit einem schönen Teigmantel. Also ich denke, der ist auch... Der ist ja fangfrisch aus Quidividi. Denke ich auch. Also wir hätten besser Two-Pieces-Fisch nehmen sollen. Ja. Two-Pieces 13,95 plus Tax und Three-Pieces 16,95 plus Tax. Mm. Einfach nur lecker. Also wenn ihr viel Hunger habt, nehmt gleich zwei oder drei Stücke von dem Fisch. Sehr zu empfehlen. Ja, und wie schon gesagt, zum Nachspülen gehen wir jetzt in die Quidividi Brewery da hinter uns. Papa trinkt Bier und ich versuche Cola oder ein Wasser zu bekommen. Das Eisbergbier. Probier es jetzt mal. Schmeckt sehr reich. Also sehr lecker. Oben ist ein sehr schöner Schankraum, aber hier unten sitzt man natürlich an der Pier viel schöner. Um von Quidividi zum Cabot Tower zu kommen, müssen wir über die Stones Road, da steht es nochmal geschrieben, den Berg hinaufgehen und dann kommen wir da automatisch hin. Road nennt. Unten ist Quidividi, eine ganz enge Hafeneinfahrt. Beziehungsweise Ausfahrt. Ja, da sehen wir auch unten ein kleines Fischerbötchen, was da rausfährt. Die nehmen aber auch wohl Touristen mit. Wäre vielleicht mal ein Tipp. Und im Hintergrund unser nächstes Ziel, der Cabot Tower. Oben links der hohe Berg. Ich finde, dass es sehr anstrengend ist, hier hochzugehen, vor allem bei dieser Hitze. Der Papa, der zieht mich schon weg. Wir können auch nur ganz langsam gehen. 150 Höhenmeter, mehr ist es nicht. Also ich finde das schon relativ viel für diese Luftfeuchtigkeit. Hier an der Stelle etwa hat Giuliano Marconi Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Antenne mit einem Drachen hochgezogen. Ist der Cabot Tower mit dem Funkmuseum und im Hintergrund unser Schiff und der Hafen. Das sind die Neufundländerhunde. Riesengroße, ganz liebesbedürftige, große Hündchen. Na du? Hier sind wir vom Cabot Tower. Ja. Rechts tief unten unser Schiffchen. Ja, wir sind hier an der Queen's Battery unterhalb des Cabot Towers und wir können hier wunderbar auf die Hafenein- und Ausfahrt schauen, wo auch die Lady heute Nachmittag ausfahren wird. Und der Kapitän hat hier echt Millimeterarbeit zu leisten. Wir haben hier 90 Meter Spielraum zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Dazu kommen noch unsere 4 Meter Tiefgang und unsere 23, 24 Meter Breite. Also das ist schon eng. Schau mal, Papa, da fährt gerade ein Schiff durch. Schmale Stelle ist hier rechts um die Kurve. Einmal 360 Grad.
Die Avalon Sea, das Schiff da hinten, ein Fischtrawler, legt gerade ab und wir sind hier gerade im ältesten Stadtteil. Von St. John's. Ja, richtig. Wir haben unsere Wanderung jetzt hinter uns und schauen uns jetzt hier wieder die bunten malerischen Häuschen an. Also, wir haben jetzt einen alten Bekannten wieder getroffen. Ihr wisst ja wahrscheinlich aus meinen letzten Vlogs, dass wir immer gerne hier in Kanada bei Tim Hortons essen gehen bzw. trinken gehen. Und wir haben uns jetzt wieder was bestellt. Wir haben hier einmal einen Blueberry Explosion Maschen Muffin von Papa. Blueberry Explosion. Blueberry Explosion heißt der. Ich weiß nicht, was das ist. Für mich diesmal ein anderer Donut. Boston Cream heißt der. Unseren Canadian Maple gab es leider nicht mehr. Dazu, was ist das? Eiskaffee mit Karamellgeschmack. Eiskaffee mit Karamellgeschmack. Und Papa hat einen warmen Kaffee. Aber ja, hier sind ja zwei Eiskaffee. Also beide für mich. Ja, beide sind für dich. Das freut mich doch. Super. Ich probiere einfach mal den Eiskaffee. Den habe ich noch nie probiert. Welchen soll ich erstmal trinken? Erstmal den mit Karamellgeschmack. Okay. So was Gutes habe ich noch nie getrunken, aber es ist lecker. Also Tim Horton ist sehr günstig. Alles zusammen hat 12,45 gekostet. Die drei Getränke, die zwei Muffins, das sind roundabout 10 Euro. Wahnsinn. Und der zweite hier? Müsste der gleiche sein, nur ohne Sahne. Ein bisschen anders. Ja, wie unschwer zu erkennen, sind wir wieder zurück an Bord von Aida Vita. Es tut mir leid, ich sehe etwas derangiert aus, wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt. Das liegt daran, dass es sehr viel geregnet hat und auch sehr viel Wind da war. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ihr einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Für den ersten Tag bzw. für das erste Mal in St. John's empfehle ich euch, dass ihr es alles auf eigene Faust macht, dass ihr alleine hier rumgeht, die Stadt etwas erkundet und auch auf jeden Fall das schöne Fischerdörfchen anschaut. Wie heißt es noch? Tweedy Widdy, richtig. Und dann auch schön auf den schönen Berg hochgeht. Wie heißt er nochmal, Papa? Das ist der Cabot Tower, den sehen wir hier rechts. Ein Blick über das neue Pooldeck der Aida Vita. Und im Hintergrund der Cabot Tower, da ist er. Das dauert zusammen alles 7 Stunden mit Fotostops. Also es war schon ein schöner Tag, muss ich sagen. Bis auf den Regen und den Wind hat es uns sehr gut gefallen. Wir mögen St. John's sehr. Zum Schluss setzt euch doch gerne in Tim Hortons Laden rein, trinkt einen Kaffee, um den Tag etwas ausklingen zu lassen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder, pünktlich um 23 Uhr. Bis dahin, macht es gut. Ciao.